Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris-Canessa-ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Professor Dr. Thomas Meyer. Willkommen im ALS-Podcast. Heute im Gespräch mit Anja Weiß, Koordinatorin im Ambulanzpartner-Versorgungsnetzwerk. Ambulanzpartner koordiniert seit 2011, das heißt seit mehr als 12 Jahren, Menschen mit ALS und deren Versorgung. Seit diesem Zeitraum wurden mehr als 7.500 Menschen unterstützt. Was es bedeutet, Unterstützung und koordinierte Versorgung, das ist heute Thema im ALS-Podcast. Dazu, liebe Frau Weiß, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben ja in Deutschland bekanntermaßen, oder das ist zumindest ein großes Medienthema, ein gutes und starkes Gesundheitssystem. Warum ist überhaupt eine Koordination und die Unterstützung, koordinative Unterstützung von Betroffenen notwendig? Und später besprechen wir natürlich noch, was Koordination bedeutet. Aber warum ist überhaupt eine Hilfe an der Stelle notwendig? Also das Gesundheitssystem in Deutschland, klar, ist gut, aber es gibt so Kleinigkeiten, die doch fehlen. Unter anderem ist es so, dass für Betroffene zum Beispiel es keine organisatorische Unterstützung gibt in der Versorgung. Also in der Regel läuft es ja so ab, dass diese Regelversorgung so aussieht, dass der Patient beim Arzt vorstellig war, eine Empfehlung für ein Hilfsmittel zum Beispiel bekommt, ja, eventuell auch das Rezept mitbekommt und dann sozusagen wird er alleingelassen und zieht dann los zum Sanitätshaus, weiß aber auch nicht, ob es vielleicht das Richtige ist, was ihn da mit seinem Diagnosebild dementsprechend auch mit dem Hilfsmittel unterstützen kann. Ja. Und Ambulanzpartner unterstützt halt in dem, dass wir geeignete und spezialisierte Versorger den Patienten an die Seite stellen, identifizieren, die dabei unterstützen, sich mit dem Diagnosebild auskennen. Ja. Und wenn es um Rezeptempfehlungen geht, diese dann auch für den Patienten halt zu koordinieren, ne? Also da sind wir auch mit dran beteiligt, dass wir, wenn, ja, Rezeptempfehlungen eingehen, dementsprechend an den Arzt koordinieren können oder dann auch an den Versorger. Ja, das muss man vielleicht so ein bisschen noch erklären, weil es schon Spezialwissen ist, was Sie hier haben. Rezepttext bedeutet, dass bestimmte Krankenkassen ganz genaue Formulierungen auf Rezepten brauchen. Das betrifft jetzt weniger Medikamente als vielmehr Hilfsmittel, damit der Prozess überhaupt versorgt werden kann oder der Genehmigungsprozess von Hilfsmitteln entsprechend realisiert werden kann. Das ist schon sehr kompliziert. Da berühren Sie im Prinzip ein Thema, das bedeutet Komplexität und Bürokratie in gewisser Hinsicht. Und ich kann da an der Stelle vielleicht noch ein bisschen was ergänzen. Wir haben ein starkes Gesundheitssystem, vor allen Dingen im stationären Bereich, aber im ambulanten Bereich, da gibt es eben die von Ihnen erwähnten Schwächen. Und im stationären Bereich gibt es eben einen Sozialdienst, der Menschen auch in nicht unmittelbar medizinisch-pharmakologischen oder operativen Themen unterstützt, sondern eben Sozialarbeit leistet im Krankenhaus. Aber es gibt keinen Sozialdienst in Arztpraxen oder eben auch nicht in Spezialambulanzen, in sehr seltenen Fällen. Das müssen dann spezielle Konstellationen sein. Okay, also es fehlt praktisch so eine Sozialunterstützung im Gesundheitssystem, ambulant, grundsätzlich. Da ist eine große Schwäche. Ja, und was bedeutet Koordination? Es gibt ja Hilfsmittel, die bei der ALS-Erkrankung notwendig werden, sehr, sehr viele. Ernährungshilfen, Atemhilfen und auch sehr viele symptomatische Medikamente. Vielleicht können wir entlang dieser 4 Gruppen mal zeigen, was Sie leisten. Ja, gerne. Thema Hilfsmittel, was machen Sie?
Genau, also es ist ja so, dass diese Bedarfsmeldung für ein Hilfsmittel in erster Linie zwar durch den Arzt bei uns eingehen, natürlich haben auch die Patienten selber die Möglichkeit, Bedarf zu melden oder auch ihre Angehörigen, auch Versorgungspartner, also sprich die Sanitätshäuser selbst. Mhm. Also das kommt von mehreren Kanälen und das kann gerne auch telefonisch gemeldet werden. Vielleicht gehen wir nachher nochmal auf das Thema ALS-App ein. Da hat der Patient natürlich auch die Möglichkeit, seinen Hilfsmittelbedarf zu melden. Ja. Und wenn auf den E-Mail-Weg, dann ist es meistens so, dass das ja durch die Ärzte in verschlüsselter Form, also datenschutzkonform, an uns übermittelt wird. Ja, über die Plattform. Genau. So ist es, genau. Ja. Und da gucken wir natürlich, um welches Hilfsmittel es sich speziell handelt, gucken uns den Patienten an, wo wohnt er, bei welcher Krankenkasse ist er versichert, gibt es eventuell schon Vorversorgung, hat er vielleicht ein Sanitätshaus schon an der Hand, das ihn schon eine Weile betreut, dann macht es die Sache vielleicht ein bisschen einfacher zu sehen, okay, passt das jetzt auch noch, kann dieses Sanitätshaus das Hilfsmittel auch versorgen, hat er es ins Leistungsspektrum. Ja. Ansonsten gehen wir da wirklich danach und filtern diese Punkte erstmal vorab heraus, dass man dann auch sagen kann, okay, ich habe jetzt für einen Patienten, der im Norden von Deutschland wohnt, ein geeignetes Sanitätshaus, das spezialisiert ist, dass wir ihn an die Seite stellen können und koordinieren können, wenn er das möchte. Okay. Das würde also so sein, wenn, nehmen wir mal, eine Patientin in der ALS-Ambulanz der Charité vorstellig wurde, die aber in Neubrandenburg lebt und die Ärztin meinetwegen eine Toilettensitzerhöhung und einen Elektrorollstuhl und eine Orthese und eine Ernährungshilfe für notwendig erachtet und das auch schon mit der Betroffenen besprochen hat, mit der Patientin, dann würden Sie über die Plattform diese vier Bedarfe sehen und was würden Sie dann machen im nächsten Schritt? Genau, also diese vier Komponenten, die gucken wir natürlich. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Reha-Technik und Orthopädie-Technik. Da muss man auch nochmal so ein bisschen eingrenzen, weil nicht jedes Sanitätshaus eine Orthopädie-Werkstatt mit inne hat. Ja. Da muss man dann vielleicht schon wieder einen zweiten Versorger mit ins Boot nehmen. Auch gerade wenn es denn um das Thema Ernährung geht, ist es auch so, dass wir Ernährungstherapeuten im Netzwerk haben, die wir dementsprechend auch an die Seite stellen können, die spezialisiert auf dieses Thema eingehen. Also sprich, das würde sozusagen als ein Beratungsprozess erstmal starten und dann nimmt der Ernährungstherapeut Kontakt auf, berät nochmal dementsprechend zu diesem Thema, was Trinknahrung bedeutet, was Sondennahrung bedeutet, guckt sich den Patienten auch nochmal an, sein Gewicht, den BMI-Wert und also diese Feinheiten, die da abgeklärt werden müssen. Ja, ne? Angucken heißt jetzt in dem Fall nicht physisch, sondern das läuft dann telefonisch. Also der Kontakt zwischen der Ernährungstherapeutin und dem Patienten. Teils. Also es ist schon so, dass Ernährungstherapeuten beim Patienten vorstellig sind. Das kommt vor. Genau, das kommt vor. Okay. Also wenn wir jetzt in diesem Beispiel bleiben, Patientin in der Charité, aber wohnhaft und in Neubrandenburg und auch dort lebend, dann würde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, unter Umständen aus einer ärztlichen Anforderung, werden das plötzlich drei Parteien. Genau, also es gibt mehrere Bereiche. Es gibt die Hilfsmittelversorgung, die sich dann nochmal gliedert in Reha- und Orthopädietechnik. Es gibt die Ernährungsversorgung, es gibt aber auch die Beatmungsversorgung. Apothekenversorgung ist auch nochmal Medikamentenversorgung, gesondertes Thema. Kommunikationshilfen ist auch nochmal ein Extrafeld sozusagen. Und da, also es ist selten, dass ein Sanitätshaus alle Bereiche abdecken kann. Ne? Okay. Und wir haben für alle Sparten sozusagen geeignete Versorgungspartner an der Hand, die wir dementsprechend auch anfragen können. Klar, man versucht es, den Patienten so einfach wie möglich zu halten, indem man ihm einen Partner an die Hand stellt. Ne? Mhm. Weil klar, wenn umso mehr mit beteiligt sind, ist das auch schwierig, aber es lässt sich manchmal halt nicht vermeiden. Ja, und da kommt auch das Wort Koordination her.
Genau. Weil es ist praktisch dann doch eine Abstimmungsfrage. Also wer erscheint dann bei den Betroffenen, in welcher Reihenfolge und zu welchem Termin und so weiter. Okay, also jetzt kommen erstmal die Versorgungsbedarfe an. Jetzt mal in dem Beispiel haben Sie dann diese 4, 5 Anforderungen auf dem Tisch, aber ist ja auf dem Bildschirm. Wie geht es dann weiter? Was machen Sie dann? Rufen Sie den Patienten nochmal an? Oder? Ja. Der Patient wird von uns immer telefonisch kontaktiert, sofern er denn noch sprechen kann. Ja. Ansonsten gibt es halt auch den Weg über die E-Mail. Da würden wir auch Kontakt aufnehmen. Ja. Würden dementsprechend schon mal nochmal ihm darlegen, welche Bedarfe uns gemeldet worden sind. Ja. Dass man auch wirklich nochmal alles abspricht, was in der Sprechstunde entstanden ist, weil manchmal kommen doch so kleine Fragen nochmal vom Patienten, die wir vielleicht von unserem kleinen Team bei Ambulanzpartner schon vorweggreifen können und beantworten können. Wenn es zum Beispiel um das Thema Bewegungstrainer geht, wie da das Prozedere, der Ablauf ist, dass da eine Erprobungsphase vorher einhergeht. Dann werden Ihnen die Versorgungspartner benannt, die wir gerne anfragen können. Und wenn er dem zustimmt, dann geht das los, dass wir sozusagen die Koordinierung starten. Das ist ein digitaler Prozess, ein Versorgungsprozess, der auf der Plattform hinterlegt wird, wo Schritt für Schritt auch dokumentiert wird, wie der aktuelle Versorgungsstand gerade ist, also wo sich diese Versorgung befindet. Es wird der Erstkontakt zwischen Ambulanzpartner und dem Patienten dokumentiert. Sollte es auch sein, dass wir den Patienten nicht erreichen, würden wir da auch ein Vermerk hinterlegen, weil es gibt viele Faktoren, wo es dann vielleicht doch mal Rückfragen gibt. Also es ist ja nicht nur der Patient selbst und Ambulanzpartner, die Einblick auf dieses Portal haben, sondern auch die medizinischen Partner und Ärzte. Und ja, okay, die können auch auf diese gemeinsame Gesundheitsakte praktisch raufschauen. Genau. Ja. Falls es da nämlich mal zu Rückfragen kommt, dann kann man dementsprechend agieren und antworten. Genau, es wird der Erstkontakt zwischen dem Versorgungspartner und Patienten dokumentiert, wann die Beratung und Erprobung stattfinden. Dann über die Rezeptempfehlung bzw. Anforderung gerne vom Sanitätshaus, die Rezeptanforderung an den Arzt wird gestellt, wenn das Rezept ausgestellt wird von der Ambulanz, also dem Arzt, der Rezepteingang, Kostenvoranschlag, Kostenübernahme und dann im besten Falle natürlich die Lieferung. Okay, das war natürlich jetzt eine ganze Menge, der gesamte Versorgungsprozess und gesamtes Gesundheitssystem mal in 15, 20 Sekunden erklärt. Vielleicht muss man da noch einen Zwischenschritt machen. Also in der Regelversorgung gibt es ja, also Regelversorgung heißt das reguläre Versorgungssystem ohne Ambulanzpartner. Das ist ja praktisch ein zusätzliches Angebot. Gibt es keine gemeinsame Gesundheitsakte zwischen Ärzten, dem Betroffenen selbst, Sanitätshäusern, Ernährungsteams und anderen Parteien, die mitwirken, Sozialdiensten und so weiter. Insofern ist es wirklich was Neues, was vor 10 Jahren entstanden ist und immer noch verrückterweise neu ist, obwohl es schon doch jetzt nicht mehr ganz neu ist, zeitlich. Nämlich das Teilen von Daten und Informationen zwischen den unterschiedlichen Menschen, die sich kümmern um einen ALS-Betroffenen. Und das ist nach wie vor was extrem Wichtiges. Und das kann man zwar so schnell sagen, aber es ist trotzdem immer noch ganz wichtig und was Besonderes. Das war jetzt nur so ein Kommentar von der Seitenlinie. Nee, das ist vollkommen richtig. Ja. Das kann ich auch nur unterstreichen, weil die Parteien, die wirklich Zugriff auf diese Patientenakte haben, die werden ja, also bekommen effiziente Informationen. Also sprich die Versorgungspartner, also die Sanitätshäuser, haben auch Einblick auf den Arztbrief. Auf den aktuellen, das ist ja spektakulär, das gibt es ja sonst nicht. Arztbrief oder beziehungsweise werden auch über den aktuellen neurologischen Stand des Patienten informiert. Ja. Ne? Und kenne ich das privat auch nicht, ne? Ja, also das dadurch, also Ambulanzpartner hat da wirklich einen Schritt nach vorn geschafft, der wirklich effektiv ist. Ja. Mhm. Gut. Also wir sind immer noch bei dieser Patientin, werden wir auch noch eine Weile bleiben, die dann sie angerufen haben und dann noch die Einwilligung bekommen haben. Ja, das ist korrekt, ich brauche dieses und jenes Hilfsmittel und so weiter. Und
bitte unterstützen Sie mich, jetzt ein geeignetes Sanitätshaus in der Nähe von Neubrandenburg zu finden. Und wenn Sie sagen, Sie machen das auf der Plattform, wie läuft das ab? Klicken Sie dann aus einer Auswahl von Versorgern dann den geeigneten Versorger an? Genau, also es ist so, wir haben, ich nenne sie gerne eine kleine digitale Bibliothek. Ja. Da sind wirklich alle unsere Versorgungspartner aufgeführt, die mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Das spezialisiert sich dann nochmal, wo die ihren Standort haben, welche Postleitzahlenbereiche sie abdecken, welches Leistungsspektrum sie haben. Gibt es eventuell Einschränkungen mit der Krankenkasse, dass, wie gesagt, ein bestimmtes Hilfsmittel nicht über der Kasse, über dieses Sanitätshaus versorgt werden kann. Mhm. Das ist das eine, wonach wir gehen. Ja. Und dann ist es so, wenn mit dem Patienten gesprochen wurde, welches Sanitätshaus es dann sein soll, ja, dass diese Zuordnung vom Sanitätshaus wirklich manuell durch uns erfolgt. Also direkt in seinem Patientenkonto wird diese Zuordnung für das Sanitätshaus gegeben. Manuell digital. Genau. Also Sie klicken genau, was, Sie also, ordnen was zu. Richtig, ja, genau. Manuell könnte man ja denken, Sie haben jetzt irgendwie eine Schiefertafel und wollen da irgendwie noch was machen und so weiter. Ganz so ist es nicht mehr. Ja, okay. Genau. Dadurch wird dann für das Sanitätshaus durch unsere Seite eine E-Mail regeneriert, ja, die in verschlüsselter Form übermittelt wird. Ja. Und dadurch bekommt das Sanitätshaus dann die Information, ach, ich habe einen neuen Versorgungsauftrag. Ja. Und da stehen aber keine Namen drin, genau, und so weiter. Das ist ja wichtig nochmal. DSGVO ist ein großes Thema, also richtig. Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Genau. Okay, dann die verschlüsselte Mail, dann weiß der Versorger, das Sanitätshaus, okay, ich habe jetzt eine neue Versorgungsanfrage. Und wie geht's dann weiter? Genau, dann obliegt es dem Sanitätshaus natürlich, Kontakt aufzunehmen. Ja. Das sollte auch innerhalb von 3 Werktagen erfolgen. Das teilen wir dem Patienten auch so telefonisch nochmal mit. Sollte das nicht der Fall sein. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Genau. Praktisch, wie schnell rufen Sie an? Sie haben ja auch gesagt, dass Sie... Genau. Also bei uns ist es so, dass eigentlich die Kontaktaufnahme zum Patienten schon, wenn er in der Sprechstunde vorstellig war und dann die Unterlagen von der Ambulanz an uns übermittelt worden sind, innerhalb von 24 bis 48 Stunden erfolgt. Okay, ziemlich schnell. Gerade in der Medikamentenversorgung ist es wichtig, einen schnellen Kontakt herzustellen, ja, weil da spielt Zeit eine Rolle. Ja, okay, dann melden die Versorger sich innerhalb von 72 Stunden. Genau, so sollte es der Fall sein. Wenn nicht, bitten wir die Patienten, das auch so ein bisschen im Auge zu behalten und sich gerne nochmal an uns zu wenden, dann würden wir danach haken. Ja. Und genau, die nehmen dann Kontakt auf, würden dann einen Termin vereinbaren für die Beratung und Erprobung des Hilfsmittels vor Ort beim Patienten. Mhm. Also sprich, das Konzept ist ja auch von Ambulanzpartnern, dass den Patienten die Wege so kurz gehalten werden sollen wie möglich. Also dass diese Beratung und Erprobung auch vor Ort stattfindet, in der Häuslichkeit. Ja. Gerade wenn es um die Versorgung von Elektrorollstühlen geht, ist es unabdingbar eigentlich, dass es im Sanitätshaus stattfindet. Weil klar, man muss gucken, dass dieser Elektrorollstuhl zum Patienten passt. Ja. Aber man muss natürlich auch gucken, wie sind die örtlichen Gegebenheiten. Kommt er mit dem Rollstuhl durch die Tür? Es gibt verschiedene Türbreiten. Und da ist es so, dass dieses Sanitätshaus wirklich drauf eingeht. Ja, und die fahren bei Elektromobilität, fahren die Sanitätshäuser in jedem Fall nach Hause zu den Betroffenen. Ja. Genau, also bisher kenne ich da keine Beschwerde in Anführungsstrichen, dass das nicht so war. Ja, ist gut. Wie ist es mit Orthesen? Da ist es ja manchmal so, dass doch manuelle, also wirklich manuelle Sachen zu machen sind. Ist ja ein richtiges Handwerk. Da müssen die Patienten in die Werkstatt, oder? Ist ein schwierigeres Thema. Ist tatsächlich so, dass es geteilt ist. Also es gibt unter anderem Orthopädie-Werkstätten, die rausfahren zum Patienten. Da ist es so 50-50, sage ich mal, dass der Patient wirklich vor Ort hin muss, weil gegebenenfalls eventuell diesen Gipsabdruck, der genommen werden muss, durchaus, oder wenn es um eine Orthese geht, die irgendwie über einen 3D-Drucker hergestellt werden muss, das ist alles nicht ganz so einfach. Ja. Und da gucken wir natürlich schon, dass wir da eine Orthopädie-Werkstatt haben, die möglichst auf dem kurzen Weg beim Patienten liegt. Gut, also bei Reha-Technik ist es so, also da sind eben Elektrorollstühle mal gemeint oder eben auch Bewegungs-,
Trainergerät und so weiter. Das findet alles dann zu Hause statt oder wo die Betroffenen eben leben. Kann ja auch eine WG sein oder eine Pflegeeinrichtung. Aber bei bestimmten Dingen kann es eben sein, dass dann Termin beim Sanitätshaus oder einem Hilfsmittelexperten vor Ort dann gemacht werden muss. Wie ist es mit der Medikation? Sie hatten das eben erwähnt. Also es gibt praktisch das Thema Hilfsmittelversorgung. Da läuft es eben so ab, wie beschrieben, bis zum Besuch dann durch das Sanitätshaus. Und wie ist es mit Apotheken? Wie findet das statt, diese Kontaktaufnahme? Genau, also wenn der Patient am Apothekenprogramm teilnimmt, da bekommen wir dann die Unterlagen auch nochmal dementsprechend übermittelt. Das sind 4 Dokumente, die wir dafür benötigen, dass wir eine AS-Apotheke, also eine Netzwerkapotheke, an die Seite stellen dürfen. Ja. Diese Apotheken sind spezialisiert auf die neurologische Medikation. Weil es gibt halt Medikamente, die bedürfen einer speziellen Rezeptur. Und das kann durchaus sein, dass das die eigene Apotheke nicht kann. Ja. Und unsere Apotheken, die wir im Netzwerk haben, die können das. Und auch da ist es wieder so, dass wir gucken, okay, wo wohnt der Patient? Wir haben eigentlich... Also es ist so, dass alle Apotheken eigentlich bundesweit versorgen und beliefern. Aber natürlich versucht man schon, so eine Apotheke zu finden, die am nächsten beim Patienten dran ist. Ja, wo sind die lokalisiert, die Apotheken? Genau, also vorwiegend, es sind 3 Apotheken in Berlin ansässig. Eine in Essen und eine in Halle. Aber wie gesagt, die Versorgung findet bundesweit statt. Handelt sich auch um Belieferung des Medikaments. Das ist immer so der kleine erste Schreck beim Patienten, wenn sie dann fragen, wo sich denn die Apotheke befindet und man es dann mitteilt und dann sagt, sie brauchen da nicht hin, um Himmels Willen. Ne? Also sie brauchen nicht den Weg aufnehmen. Und da ist es auch so, wir nehmen auch wieder telefonisch oder per E-Mail Kontakt zum Patienten auf, würden eben die Apotheke halt vorschlagen. Mhm. Wenn das alles abgesprochen ist, dann bekommt die Apotheke auch wieder eine Beauftragung von uns. Das verhält sich so ähnlich wie bei den Hilfsmittelversorgern auch, dass das auf dem verschlüsselten Weg mit einer E-Mail geht. Ja. Parallel wird von uns auch nochmal die Ambulanz informiert, welche Apotheke den Patienten denn versorgt, weil wenn diese Initiierung sozusagen losgeht, also dass das erste Medikament dann versorgt wird, ist es so, dass die Ambulanz dementsprechend das Rezept an die Apotheke übermittelt. Ja, versendet. Genau. Versendet, physisch. Genau, also wirklich auf dem Postweg. Ja. Genau, so wie man es kennt. Die Apotheke nimmt dann auch zum Patienten Kontakt auf. Sie bekommen nochmal eine explizite Beratung zu dem Medikament. Das kann aber auch, wenn gewisse Fragen sind, auch zwischendurch gerne von der Apotheke durchgeführt werden. Weil manchmal ist es ja so, dass der Patient irgendwie eine Frage zu seiner Medikation hat. Ja. Genau, er bekommt auch nochmal Kontaktdaten von der Apotheke an die Hand und sie erklärt auch nochmal den ganzen Ablauf zur Belieferung. Und nachher ist es dann so, wenn diese Medikation sozusagen eingespielt ist, also wenn der Patient sein erstes Medikament erhalten hat und er würde merken, es geht halt zur Neige, dass er entweder den Weg hat, die Apotheke zu informieren, dass er wieder Bedarf hat. Die würde sich dann auch um diese Rezeptempfehlung kümmern. Ja. Oder er würde den Weg über uns nehmen und uns informieren, dass wir dementsprechend die Parteien, also die Apotheke und die Ambulanz informieren würden. Ja, also das ist ja ein entscheidender Vorteil, dass die Spezialapotheken sich sehr detailliert mit den Medikamenten auskennen. Eigentlich gibt es ja zwei Vorteile. Sie haben Erfahrung mit der ALS-Erkrankung und sie können Medikamente eben als Rezeptur herstellen, die absolute Mehrheit der anderen Patienten gar nicht, der Apotheken gar nicht vorrätig hat. Das war schon mal in einem anderen Podcast zum Thema symptomatische Medikation ein Thema, dass einige Medikamente zur Verbesserung des Sprechens, DMC oder Speichelfluss, 4-Aminopyridin gegen Spastik oder Speichelfluss, Ipratropiumbromid, so an sich gar nicht existieren in einer regulären Apotheke. Dann braucht man schlichtweg eine Spezialapotheke. Das sind so die entscheidenden Vorteile, also Fachlichkeit und dass sie überhaupt was herstellen können. Sie haben vorhin
das Wort erster Schreck erwähnt. Das ist auch so, weil im Prinzip der Begriff, dass Medikamente versandt werden, ist ja erstmal verbunden in der Bevölkerung mit Versandapotheke. Und Versandapotheke sind ja gerade die, die am wenigsten Fachlichkeit haben. Sondern die Vorortapotheke hat einen hohen Sozialkontakt zu den Menschen in der Region und hat fachlich Ahnung, grundsätzlich, aber eben nicht so speziell Ahnung zur ALS. Und da kommen praktisch diese beiden Dinge zusammen. Bei der ALS-Apotheke ist es einerseits eine Versandapotheke, auf der anderen Seite ist sie sehr fachlich. So, und das liegt normalerweise auseinander. Also die ursprüngliche Versandapotheken, ich will jetzt bewusst keine Namen nennen, die sind eben zwar fit, was Versendung angeht und Pakete durch Deutschland zu schicken, aber sind fachlich nicht spezialisiert. Und die Vorortapotheken sind eben vor Ort, leicht erreichbar, aber nicht so sehr auf ALS spezialisiert. Und so ist überhaupt das Konzept der ALS-Apotheke entstanden. Aber wir werden sicherlich nochmal einen separaten Podcast zu diesem Thema machen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Ja, das habe ich gut verstanden, wie das abläuft. Erstmal die Verbindung herzustellen zwischen einem Betroffenen, einer Ambulanz, Ambulanzpartner und dann der Apotheke. Und wie findet das bei der Ernährungstherapie statt? Ist das ein ähnliches Vorgehen? Genau, also im Prinzip ist die Vorgehensweise immer gleich gestaltet. Ja, okay. Außer vielleicht im Bereich der Beatmung, da verhält sich es ein bisschen anders. Ja, wie läuft es da? Das ist so ein bisschen ein sensibleres Thema, sage ich mal, in der Koordination. Also es gibt ein kleines Netzwerk von Beatmungstherapeuten sozusagen oder Versorgern, die bundesweit mit uns zusammenarbeiten. Da besteht halt die Möglichkeit, dass dementsprechend der Versorger dann einen Atemtherapeut hat, der den Patienten in der Häuslichkeit besuchen kann und den Hustenassistenten da vor Ort einstellen und adaptieren kann. Ja. Allerdings ist das auch immer so ein bisschen sensibles Thema. Da arbeiten wir wirklich sehr eng mit den Ambulanzen zusammen. Ja. Weil durchaus kann es sein, dass wir davon da schon die Info bekommen, welcher Versorger da vielleicht in Betracht kommt. Vielleicht fand die Einstellung aber auch schon direkt in der Ambulanz beim Termin statt. Das kann auch durchaus sein. Ja. Genau. Außer in der Beatmung, das war ja auch bei dem vorigen Podcast halt Thema. Mit Ansgar Schütz. Ja. Genau. Ja. Dass es da noch nicht so aufgebaut ist, dass der Patient wirklich vorwiegend in in ein Beatmungszentrum geht oder in eine Pneumologie, dass da die Beatmung, das Beatmungsgerät dann eingestellt und angepasst wird. Ja, genau. Also Sie haben das ja schon eben formuliert, das kann ich nur noch verstärken, dass Beatmung an sich ist auch eine komplexere Versorgungsform und so sind dann auch die Abläufe nicht so einfach, in Anführungszeichen einfach, wie bei Hilfsmitteln, Ernährungsprodukten und Medikamenten, weil es doch mehr so um Einstellung, individuelle Einstellung von Geräten geht. Einige Geräte vor allen Dingen im Krankenhaus eingestellt werden. Also meinetwegen das klassische Heimbeatmungsgerät wird im Krankenhaus eingestellt, damit es dann im Heim in der Ursprungshäufigkeit, also zu Hause, eingesetzt wird. Das findet dann eben im Krankenhaus statt, während der Hustenassistent ein Hilfsmittel ist, was wir durchaus eben auch über das Ambulanzpartnerversorgungsnetzwerk dann anpassen lassen können zu Hause. Das ist nicht so kompliziert, sondern bei Beatmung muss man dann eben unterscheiden. Anpassung der Maskenbeatmung meistens im Krankenhaus und Anpassung des Hustenassistenten dann im Prinzip so wie beschrieben ambulant und mit einem Prozess, der so ähnlich ist wie bei einem regulären Hilfsmittel im Grunde genommen, auch mit einer Anpassung. Wie können Sie noch Betroffene unterstützen? Eine Unterstützungsform ist, darüber haben wir eben die ganze Zeit gesprochen, geeignete Versorger zu finden. Das muss man auch sagen, ist ja bundesweit. Das wäre ja auch auf der Insel Amrum so. Wir sind ja nach Neubrandenburg gegangen. Das wäre aber im Prinzip auch in Stuttgart so oder im Allgäu so grundsätzlich bundesweit möglich.
geeignete Versorger zu finden. Jetzt gibt es aber noch eine andere Unterstützung und das wäre schön, wenn Sie das nochmal beschreiben würden. Wenn dann die Versorgung stattfindet, muss ja auch oft organisatorische Hilfe geleistet werden, zum Beispiel bei Folgerezepten. Bei Hilfsmitteln ist es einfach nur da und steht dann da im besten Fall und wird auch genutzt. Aber bei Ernährungsprodukten sind die ja verbraucht und müssen immer wieder Rezepte nachgeliefert werden. Und bei Medikamenten auch so. Wie können Sie da ALS-Betroffene unterstützen? Genau, also es ist nehmen wir mal das Thema Ernährungsversorgung, dass da diese Erstberatung durch einen Ernährungstherapeuten stattfand und es dann in die Versorgung geht, so ist, dass der Ernährungstherapeut, also der Versorger halt, Zugriff auf die Patientenakte hat. Ja. Und dadurch besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass er die seine Rezeptempfehlung für die weitere Versorgung übermitteln kann. Das erfolgt auf der Plattform. Auf der Plattform, ja. Genau. Also wie ich diese Schritte vorhin so ein bisschen aufgezählt habe, also er würde dann sozusagen in diesem Prozess oder dafür sozusagen einen Versorgungsprozess anlegen, ja. Mit dieser Rezeptempfehlung, was genau benötigt wird. Ja. Und das wird dann auch wieder von uns angefasst, weiter dokumentiert, zum Beispiel mit dieser Rezeptanforderung an den Arzt. Okay. Genau, und so entsteht so ein kleiner Kreislauf, sage ich mal, dass das dann immer wieder, wenn es zur Belieferung der Nahrung kam und die zur Neige geht, dann wieder vom Neuen sozusagen beginnen würde. Also wenn man jetzt mal in dem Ernährungsbeispiel bleibt, dann könnte es sein, dass ursprünglich der Patient oder die Patientin eine Trinknahrung hatte mit dem Geschmack Cappuccino, das gibt's. Und dann aber die Ernährungstherapeutin zusammen mit dem Patienten festgestellt hat, naja, Cappuccino ist doch nicht der Geschmack, den ich jetzt irgendwie längerfristig akzeptieren kann. Ich möchte lieber Cappuccino und Erdbeer oder vielleicht sogar einen herzhaften Geschmackston haben. Dann würde die Verordnungsanforderung oder die Rezeptanforderung ja anders werden. Und das würde ja durchaus der Versorger selbst machen. Das weiß die Ärztin gar nicht, dass Cappuccino nicht mehr die Farbe der Wahl ist. Und das ist das Besondere. Normalerweise müsste dann im Prinzip die Patientin versuchen, bei der Arztpraxis durchzukommen, um zu sagen, übrigens, Cappuccino will ich nicht mehr. Ich will Erdbeer und Schoko oder herzhaft. Also das sind ja die detaillierten Informationen, für die Arztpraxis vielleicht nicht die Information der ersten Prio ist an einem Montagvormittag, aber für den Betroffenen durchaus wichtig. Und das kommt dann digital vom Versorger bis hin zu der Arztpraxis, die dann einfach das Rezept ausstellt, nur noch ein Teil Cappuccino, Erdbeer, Schoko und herzhaft. Habe ich das richtig zusammengefasst? So sieht's aus, genau. Ja. Okay, also bei den Verordnungen, vor allen Dingen bei den Wiederverordnungen, gibt es eine sehr, sehr viele Belastung für die Angehörigen und die Betroffenen. Und da leistet die Plattform und leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag. Wenn ich sage Sie, wie viel sind Sie? Also es gibt ja mehrere Koordinatoren und ein Koordinator. Vielleicht können Sie es mal beschreiben, wie das Team aussieht. Genau, also wir sind ein kleines Team. Ja, sehr familiär, kann man sagen. Ja. Das ist meine Kollegin, Frau Julia Schubert, mein Kollege Herr Oliver Scholz, dann unsere Teamleiterin, Frau Barbara Hildebrand und die seit September letzten Jahres auch unser Kollege im aufsuchenden Fallmanagement, der Herr Daniel Kofeld. Ja. Genau, also. Ja. Und manchmal ist es auch am Telefon so, dass Patienten fragen, sind Sie jetzt direkt meine Ansprechpartnerin? Ja. Und klar, das ist an sich kein Problem, aber manchmal, wenn man im Urlaub ist oder auch durch Krankheit, ne, kann jeder von uns jedes Thema behandeln und anfassen, was den Patienten betrifft. Und
Das teilen wir auch so mit, dass wir halt ein kleines Team sind und jeder sich mit jedem Thema auskennt. Ja. Und das wird auch gut angenommen. Gut. Also das merkt man schon, die Resonanz vom Patienten, dass sie sagen, okay, ich habe da direkten Kontakt und muss da mich nicht erst durch drei Nummern durchtelefonieren. Ja, okay. Und wie viele Betroffene, jetzt Menschen mit ALS, betreuen Sie oder unterstützen Sie? Das sind über 1000. Meine aktuellen Zahlen sind, es sind knapp 1600 auf der Plattform. Mhm. Ja, und also Sie vier machen diese Arbeit, zumindest erstmal diese Verbindung herzustellen. Und dann gibt es aber ja noch mehrere Personen, die auch das sogenannte Datenmanagement machen. Vielleicht können Sie dazu auch nochmal was sagen. Genau, das Datenmanagement, das sind auch aktuell drei Personen im Team, die sich wirklich um die ganzen Dokumente kümmern, ne? Sei es die durch die Ambulanzen in verschlüsselter Form an uns übermittelt werden oder auch Unterlagen, die auf den Postweg eingehen. Es sind ja nicht nur die Unterlagen, die zur Einbindung von Ambulanzpartner einhergehen, sondern auch Arztbriefe, Ablehnungsschreiben, eventuell von Krankenkassen, Therapieberichte, Befundanforderungen. Okay. Also alles, was es an Dokumenten gibt. Sozusagen. Ja, es sind ja im Prinzip Hunderttausende von Dokumenten dann in den letzten 10 Jahren dort hochgeladen worden. Und das macht ja dann eben diese gemeinsame Versorgungsakte, so würde ich es mal bezeichnen, noch aus, dass eben dann die Sanitätshäuser die Arztbriefe von vor 3 Jahren einsehen können, die dann hochgeladen sind. Oder Einwilligungserklärungen oder sogar eine Patientenverfügung und solche Dinge. Das sind sehr wertvolle Dokumente. Also das ist nochmal so ein kleines Team noch daneben. Genau. Neben dem Koordinatorinnen-Team. Und das muss man auch noch berücksichtigen. Also dann schon 7 Leute. Und Sie haben es als Familie bezeichnet. Ja, ist schon eine bisschen größere Familie jetzt geworden. Ja, dann habe ich eine Frage. Welche Rolle die Plattform an sich aus Betroffenenperspektive spielt? Sie haben ja vorhin erwähnt, dass die Kontaktherstellung zwischen Ihnen als Koordinatoren und einem Sanitätshaus in Neubrandenburg auf der Plattform stattfindet. Kann das die Patientin sehen? Ja. Ja. Genau. Also die Patienten haben die Möglichkeit, Zugriff auf ihre Patientenakte zu erhalten. Also wenn eine E-Mail-Adresse vorhanden ist, dann besteht die Möglichkeit oder es ist dann so, dass wir dem Patienten einen sogenannten Registrierungslink übermitteln können, wo er sich dann mit einem Benutzernamen und einem Passwort sozusagen dafür registrieren kann und dann Zugriff einerseits vom PC aus hat auf seine Patientenakte, aber auch dieselben Daten sind möglich, dass die ALS-App genutzt werden kann. Ja, da komme ich gleich nochmal separat zurück. Aber das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt. Bis jetzt war es nicht üblich, dass eine Patientin oder ein Patient in eine jetzt medizinische Akte selbst reinsehen kann. Also es steht jedem Patienten zu, sich einen Ausdruck aus der Patientenakte geben zu lassen. Aber selbst reinzugucken und in Echtzeit und Sonntagabend mal reinzugucken, was da stattgefunden hat in der letzten Woche oder zu welchem Zeitpunkt auch immer, das ist was ganz Modernes. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist die informationelle Selbstbestimmung, nennt man das. Die ist extrem stark auf der Plattform. Und im Prinzip können auch die Betroffenen ja sehen, wer jetzt mit wem telefoniert hat, also Sie mit dem Sanitätshaus Kontakt hatten. Genau. Also das lässt sich eigentlich alles nachvollziehen, wenn man dementsprechend, also das steht dem Patienten natürlich auch frei, da überall rumzuklicken, sage ich mal auf gut Deutsch, dass er Zugriff hat auf die Hilfsmittelversorgung. Er kann in ein bestimmtes Hilfsmittel sozusagen reinklicken, sage ich mal jetzt Thema Elektrorollstuhl, in diesen Status reingehen und sie würde dann sehen, wo sich der aktuelle Versorgungsstand dazu befindet. Auch wo hakt's?
Genau, auch wo es hakt, dann auch dementsprechend Kontakt aufnehmen zu uns. Mhm. Da würden wir dann nochmal die Funktion übernehmen und dann Rücksprache mit dem Sanitätshaus halten, ja. Wie der aktuelle Stand ist. Es kann sein, dass vielleicht die Dokumentation noch nicht zeitnah erfolgt ist vom Sanitätshaus. Ja. Das sind dann so die Kleinigkeiten, wo wir dann uns wieder drum kümmern. Der Patient hat die Möglichkeit, seine Kontaktdaten zu pflegen, unter anderem Telefonnummern zu aktualisieren. Genau, er hat Zugriff auf die Dokumente, die hinterlegt sind. Also das, was sozusagen wir als Ambulanzpartner sehen, sieht auch der Patient. Das sieht auch ein Hilfsmittelversorger, das sieht der medizinische Partner, der Arzt, also alle. Ja. Sind miteinander vernetzt. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das ist, glaube ich, jetzt ein guter Augenblick, das mal zu beschreiben, dass die Patienten selbst auch einen Beitrag zu dieser Akte, in Anführungszeichen, leisten können. Bei dem Elektrorollstuhl, bei dem Beispiel, können ja die Betroffenen ranklicken und sehen, was es ist, aber die können nicht reinschreiben. Anders ist es bei der Selbstbewertung. Und darauf wollte ich ja nochmal zu sprechen kommen. Also das ist die berühmte ALS-Funktionsskala, die hier schon öfter Thema war und auch in der Zukunft immer wieder Thema werden wird, weil sie so wichtig ist. Das ist ja auch möglich auf der Plattform zu machen. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, wie das funktioniert. Genau, er hat die Möglichkeit, das auf der Plattform zu machen oder auch über die ALS-App, übers Handy. Mhm. Genau, da werden ihm dann auch diese 12 Fragen zum ALS-FSR-Score gestellt. Er kann diesen regelmäßig bewerten. Also wir empfehlen dem Patienten das auch so im Rhythmus von 14 Tagen, 4 Wochen zu machen, damit man auch sieht oder eine bessere Darstellung vom Verlauf hat. Ja. Also es geht halt natürlich um die Fragen, wie ist es mit der Sprache, mit dem Schlucken? Gibt es schon Probleme mit dem Gehen oder mit dem Treppensteigen? Gibt es Probleme, sich im Bett umzudrehen? Ja. Wie ist die Handschrift? Und da kann er jede Frage mit Punkten sozusagen bewerten von 0 bis 4. Also 4 ist, dass sozusagen noch alles gut funktioniert. Ja. Und 0 ist halt, es geht gar nichts mehr. Mhm. Und das wiederum ist nicht nur zum einen für die Ärzte sehr wichtig, aber auch für uns selbst als Koordinatoren. Ja. Es wird ja dann sozusagen ein Diagramm dargestellt oder eine Verlaufskurve, dass man halt sieht, okay, wie ist der Verlauf jetzt innerhalb eines Jahres? Wo gibt es Defizite zum Beispiel schon? Wie hat sich der Patient zum Beispiel mit der Sprache bewertet? Ja. Und sollte das nur noch ein Punkt sein, da ist es für uns wirklich durch diesen Versorgungsalgorithmus, der sich dadurch auch erstellt, hilfreich. Dadurch werden auch Vorschläge sozusagen entwickelt für bestimmte Hilfsmittel. Also sollte er sich diesem Beispiel jetzt mit der Sprache nur mit 1 bewertet haben, würde hier schon eine Kommunikationshilfe vorgeschlagen werden. Ja. Und da können wir dann sehen, okay, gibt es vielleicht dieses Hilfsmittel schon in der Versorgung? Ist da vielleicht schon ein Spezialist, also ein geeigneter Kommunikationshilfenversorger koordiniert oder noch nicht? Vielleicht sollten wir das Thema mal ansprechen, wenn wir mit dem Patienten Kontakt haben, dann in dem Fall ja wahrscheinlich per E-Mail. Ja. Und das sind so die Sachen, die man dann drauf schneller eingehen kann, dass wir da effektiver arbeiten können, dem Patienten eine schnellere Unterstützung leisten können. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, weil in den zurückliegenden Jahren war das Thema der ALS-Funktionsskala in erster Linie ein Forschungsthema. Ist es immer noch, weil viele Medikamente anhand der ALS-Funktionsskala bewertet werden, neue Medikamente. Aber Sie haben jetzt ja beschrieben, dass die Ergebnisse aus der Selbstbewertung der ALS-Funktionsskala für Ihre eigene Arbeit als Koordinatoren relevant ist, um Versorgungsvorschläge zu machen, die dann natürlich von den Ärztinnen und Ärzten noch überprüft werden müssen und von den Patienten selber auch als sinnvoll erachtet werden und hilfreich erachtet werden müssen. Aber von der Sache her ist es so, dass die ALS-Funktionsskala, wenn die Selbstbewertung ergibt, dass da eine Verschlechterung, eben wie Sie es beschrieben haben, beim Sprechen passiert ist, dann ist es ja für Sie das Signal,
da muss man oder kann man was machen. Und das hat mit Forschung plötzlich nichts mehr zu tun, sondern eben mit konkreter Unterstützung. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, die sich jetzt in den letzten Jahren ergeben hat, dass neben der Forschungskomponente auch eine Entscheidungskomponente für bessere Versorgung in der ALS-Funktionsskala entstanden ist. Und das ist praktisch aus meiner Sicht eine ganz starke Botschaft auch an die Betroffenen oder auch Angehörige, die können das im Prinzip auch machen, die Selbstbewertung, wie sie es beschrieben haben, alle 14 Tage, einmal im Monat unbedingt zu machen. Und Sie haben ja nebenbei das Wort Algorithmus erwähnt. Mhm. Dieses Wort Algorithmus hat Christoph Münch in seinem Podcast zur ALS-App auch schon mal erwähnt. Das haben wir hier aber noch nicht so groß beschrieben. Ich glaube, wir müssen da auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Aber Sie können es an der Stelle doch schon mal andeuten, was das ist. Genau, also ja. Dieser Versorgungsalgorithmus ergibt sich ja anhand der Daten, die ja der Patient durch seine Selbstbewertung gibt. Auf der Plattform oder der App? Genau, wird dadurch erstellt. Also wie gesagt, an dieser Punktezahl, die er sich ja dementsprechend vergibt, würde dann bestimmtes Hilfsmittel vorgeschlagen werden. Ja. Also wie gesagt, sei es jetzt mit der Sprache, mit dem Punkt 1, wo sich der Patient dementsprechend bewertet hat, dann würde schon zum Beispiel der Vorschlag für eine Kommunikationshilfe entstehen. Ja. Oder dass die Handschrift so langsam nachlässt, dass der Stift nicht mehr gut gehalten werden kann. Ich glaube, das war jetzt Punkt auch mit einem Punkt oder zwei Punkten. Und dadurch würde sich ein neuer Vorschlag eventuell für Robotik ergeben, also für einen Roboterarm. Ja. Oder auch mit einem Gehen. Da würde dann der Vorschlag entstehen für einen Elektrorollstuhl. Und wir merken es halt, die Patienten nutzen das Modul oder diesen Fragebogen und es wirklich ein effektiver Punkt, der zu unserer täglichen Arbeit gut beiträgt und wir damit auch umgehen können. Ja, das ist ja im Moment noch ein Modellprojekt. Das ist ja was sehr Neues. Mhm. Das ist ja erstmalig auf einer Fachtagung beschrieben worden, von Professor Christoph Münch vorgestellt worden im Dezember 2022 auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Ein Modellvorhaben, das eben die Ergebnisse der Selbstbewertung von Menschen mit ALS eben in einem Algorithmus Vorschläge macht für bessere Versorgung. Das ist aber wirklich noch was Neues und international übrigens auch was Einmaliges. Also was für Sie schon Alltag ist, ist auf der Welt noch nicht so etabliert. Insofern leisten Sie doch einen Beitrag, wirkliche Innovation in der Versorgung zu leisten. Das kann man an dieser Stelle schon mal erwähnen. Und das ist praktisch so ein Lernprozess. Und wenn ich Sie so richtig verstanden habe, machen Sie damit ganz gute Erfahrungen. Mhm, genau. Also als Entscheidungshilfe im Endeffekt. So ist das, genau. Ja. Also sie unterstützt uns bei unserer täglichen Arbeit. Ja, genau, das ist gut. Kann man so sagen. Ja. Bevor wir zum Schluss kommen, ich habe noch eine Frage zur ALS-App. Mhm. Was leistet die ALS-App aus betroffenen Perspektive? Mhm. Wo kann die ALS-App jetzt Versorgung unterstützen? Nicht Forschung, Versorgung. Was ist Ihre Erfahrung? Also das Thema, dass der Patient seine Patientenakte sozusagen sehen kann, ist ja da auch gegeben. Auch auf der App? Auch auf der App, vielleicht bloß in einer anderen Darstellung ein bisschen. Ja. Dass er auch sehen kann, welche Hilfsmittel denn gerade bei Ihnen in der Versorgung sind. Mhm. Aber der Patient hat auch die Möglichkeit, Hilfsmittelbedarfe selbst zu melden. Da ist es wie so ein kleiner Hilfsmittelkatalog, der dem Patienten da zur Verfügung steht. Er kann auswählen zum Thema einmal Hilfsmittel, aber auch wenn es um Ernährung geht oder auch das Thema Atemhilfen kann er auch auswählen. Bleiben wir mal bei den Hilfsmitteln. Das sind so vier Punkte, die er dann Schritt für Schritt anklickt. Also er würde zunächst Hilfsmittel auswählen. Dann würden sich so grobe Kategorien, sage ich mal, eröffnen, wie geht es um eine Rollstuhlversorgung oder ein therapeutisches Bewegungsgerät oder Toilettenhilfen, sage ich mal. Ja. Und dann gibt es so eine kleine Unterkategorie. Bleiben wir mal beim Rollstuhl. Handelt es sich jetzt um Faltrollstuhl oder um Elektrorollstuhl? Und dann kann er nochmal konkret auswählen,
jetzt sagen wir mal Elektrorollstuhl, dass es erstmal ein Basisprodukt sozusagen ist. Also der Patient möchte gerne einen Bedarf melden für einen Elektrorollstuhl mit Steh- und Liegefunktion. Ja. Und dann hat er noch die Möglichkeit, da unten ist auch so ein kleines Anmerkungsfeld, dementsprechend uns eine Nachricht zu hinterlassen, worauf es ihnen ankommt. Ne? Ja. Genau, und darüber würde dann auch wieder eine Information oder eine automatisierte, also so eine verschlüsselte E-Mail an uns regeneriert werden. Und wir würden dann dementsprechend die Nachricht bekommen, mit dem Patienten Kontakt aufnehmen und dann besprochen werden, wem wir ihn dann als Versorgungspartner an die Seite stellen können. Ja, genau. Und dann würde der Versorger oder das Sanitätshaus sich das anschauen und dann kommt ja noch die ärztliche Einschätzung auf jeden Fall ins Spiel. Das muss man ja auch sagen, dass die üblichen und auch wichtigen Abläufe, Entscheidungsprozesse, dass die ärztliche Entscheidung mit drin ist und auch die Krankenkasse ja auch zustimmen muss, dass das ja unberührt bleibt. Aber das Neue und aus meiner Sicht auch Fortschrittliche ist, dass die Betroffenen selbst eine eigene Autonomie bekommen und nicht erst auf den Arzttermin warten müssen. Gerade bei einer fortschreitenden Erkrankung ist es so extrem wichtig, um eigene Bedarfe melden und mitteilen zu können. Und damit der Versorgungsprozess erstens auch vom Patienten selber aktiviert werden kann, auch eine Eigeninitiative passieren kann und im Prinzip auch abgekürzt werden kann. Selbst wenn am Ende natürlich eine ärztliche Entscheidung da sein muss und natürlich eine Kostenübernahme da sein muss. Aber am Anfang, die Initiative kann eben vom Betroffenen oder der Betroffenen selbst ausgehen und das sogar über ein mobiles Hilfsmittel. Also mobil heißt jetzt in dem Fall mobiles Device, eben eine Smartphone-App. Wenn jetzt Betroffene die Versorgungskoordination von Ambulanzpartnern in Anspruch nehmen wollen, die nicht in einem ALS-Zentrum in Betreuung sind, wie findet das statt? Intern gibt es ja den Begriff des Willkommen-Teams. Also man kann ja schon sich registrieren bei Ambulanzpartner, auch ohne in einem ALS-Zentrum in Betreuung zu sein. Wie funktioniert das? Auf welchem Weg funktioniert das? Telefon? Telefonisch, klar, auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Aber er kann sich ja auch online registrieren. Also sprich, er würde sich auf unsere Internetseite einwählen. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht der passende Ausdruck. Gibt es einen Registrieren-Button? Genau, es gibt einen Registrieren-Button. Da würde er raufklicken und da würde ihm auch nochmal sozusagen der Weg gezeigt werden, wie der Ablauf der Registrierung ist. Also genau, es werden erstmal die groben Daten von ihm abgefragt, wie Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum und dann halt das Teilnahmeformular von Ambulanzpartner. Dann gibt es die Möglichkeit, entweder er druckt sich das Formular selbst aus oder hat die Möglichkeit, eine digitale Unterschrift zu setzen und das dementsprechend an uns zu übermitteln. Übermitteln heißt jetzt per Post zu senden, das unterschriebene Dokument. Nee, also es würde auf einen digitalen verschlüsselten Weg übermittelt. Okay, über den Weg des Uploads. Genau. Genau. Patientin druckt sich das aus, unterschreibt, macht einen Scan und macht einen Upload. Genau. Damit wäre sozusagen der erste Schritt getan für den Registrierungsprozess. Ja. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass er sozusagen die Auswahlmöglichkeit hat, wenn er sich die Dokumente nicht ausdrucken kann oder selbstständig hochladen kann, dass wir ihn die auf dem Postweg übermitteln könnten, damit er das dann nochmal händisch nachsitzt. Das ist ein Brief. Da ist dann auch ein Freiumschlag von Ambulanzpartner bei, dass er das auch wieder zurückschicken kann. Ja. Und es erfolgt aber auch dadurch der Name Willkommensteam immer die Kontaktaufnahme zum Patienten, weil per Telefon. Genau. Ja. Oder je nachdem, es gibt auch Patienten, die sind vielleicht schon mobil betroffen. Ja, verstehe. Dann nimmt man natürlich auch per E-Mail Kontakt auf, weil uns interessiert auch zum einen erstmal die Diagnose. Ja. Ist es ALS oder ist es vielleicht eine andere neurologische Diagnose? Ja. Dann vielleicht auch erstmal, wie er auf uns aufmerksam geworden ist. Das sind so die Kleinigkeiten. Seit wann vielleicht auch die Diagnosestellung war? Ja. Ist er vielleicht schon an einer Spezialambulanz angebunden? Das sind so die kleinen Sachen, die wir vorher schon mal ein bisschen abgeben
klären? Ja. Geht es vielleicht mehr in Richtung Teilnahme an Forschung oder auch an Versorgungsmanagement? Okay. Dass man das schon mal so die Interessenlage ein bisschen, klärt, genau, eigentlich. Ja, okay. Mit ihm bespricht und genau, führt man ihn dann auch so ein bisschen da durch, diesen Registrierungsprozess. Wichtig für uns ist dann immer noch so eine Kopie vom letzten Arztbrief, wo auch die Diagnose aufgewiesen ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit nicht Menschen, die glauben, sie hätten eine ALS, aber im Grunde genommen doch noch keine bestätigte Diagnose der ALS-Erkrankung haben, dann ALS-Angebote nutzen, vor allen Dingen die ALS-App. Das wäre auch wissenschaftlich ein Problem. Oder darum geht es in erster Linie, dass die Daten, die über die ALS-App erhoben werden, wirklich ausschließlich von Menschen im Sinne einer Selbstwertung gemacht werden, die eine ärztlich bestätigte Diagnose haben. Ansonsten würde dieser Datensatz, ist jetzt die Forschungsperspektive, nicht ganz korrekt sein. Und gerade im wissenschaftlichen Bereich kommt es auf der absolute Korrektheit an. Und das ist der Grund, warum das so vorgeschaltet ist. Das wollte ich bloß mal kommentieren, ja. Ja, und wir begleiten den Patienten halt den Weg der Registrierung. Also ist das Teilnahmeformular für Ambulanzpartner eingegangen, die Kopie vom Arztbrief. Dann auch wieder wird für ihn Patientenkonto, diese digitale Patientenakte erstellt. Mhm. Ja. Und er würde dann auch den Registrierungslink übermittelt bekommen. Und dann geht es natürlich darum, ist es erstmal nur die Teilnahme vielleicht zur Bewertung seines Krankheitsverlaufs, also die Nutzung der App in dieser Linie oder auch Richtung Versorgungsmanagement, dass es darum geht, Versorgungspartner, Sanitätshäuser an die Seite zu stellen. Natürlich auch perspektivisch, gerade bei Patienten, die nicht an einer Spezialambulanz angebunden sind, dass man da vielleicht auch den Kontakt herstellen könnte, dass man da vielleicht eine Überleitung schafft. Wir könnten mit den Ambulanzen in Kontakt treten. Eine Überleitung jetzt in eine Spezialambulanz? Genau. Ja. Genau. Okay. Also wenn, das wenn, ist natürlich auch eine starke Unterstützung. Genau, ja. Also wenn die noch nicht vorhanden ist, dann könnte man da so ein bisschen vermitteln sozusagen. Ja, verstehe. Mhm. Oder auch, was perspektivisch oder uns sehr daran gelegen ist, auch die Patienten zu unterstützen, die es nicht mehr schaffen, in eine Spezialambulanz zu gehen. Ja. Dass man da vielleicht dementsprechend die es nur noch schaffen zum niedergelassenen Neurologen, ne, oder zum Hausarzt, dass wir da uns immer mehr öffnen. Ja, okay. Mhm. Und die Unterstützung würde ja darin bestehen, obwohl Menschen mit ALS es nicht zu einer Ambulanz schaffen, trotzdem unterstützt werden könnten, zum Beispiel durch eine spezialisierte Apotheke. Das wäre, das würde das Rezept vom Hausarzt kommen. Aber die Versorgung durch eine Apotheke, die sehr, sehr spezialisiert ist, das wäre praktisch dann wie so eine Art Kompromiss in gewisser Hinsicht. Am besten wäre es natürlich, wenn alle spezialisiert sind, aber wenn es wenigstens 2-3 Parteien, Sanitätshaus und Apotheke und Ernährungsteam spezialisiert wären, das wäre schon ein Fortschritt auf jeden Fall. Das würden Sie ermöglichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also da sind wir weiter in der Entwicklung im Team, dass wir da immer mehr voranschreiten und diese Themen aufgreifen. Und okay, gut. Also dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für die Einblicke in das Versorgungsmanagement, in die Unterstützung durch Versorgungskoordination. Sie haben jetzt zum Schluss schon ein bisschen so eine Perspektive gegeben für die nächsten Jahre, wo es hingehen soll, dass Sie eben über die Betroffenen und Behandelten in Spezialambulanzen sich erweitern wollen und auch andere Betroffene ansprechen wollen. Danke für diese Perspektive auch. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse auch an diesem Podcast und danke Ihnen für Ihr Engagement durch Folgen des ALS-Podcasts. Mit den besten Grüßen. Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris-Kanessa-ALS-Stiftung.